Wir haben gerade einen Vers aus dem Koran gehört, der uns wirklich zum Nachdenken bringen sollte, egal ob Muslim oder nicht Muslim. Der Vers in Sure 3, Vers 85, wo Allah sagt: Wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, der wird diese Religion, also die andere Religion, wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und zu den Verlierern gehören bedeutet zu den Bewohnern des Höllenfeuers gehören. An anderer Stelle in Sure 3, Vers 19 sagt Allah: Inna dini inda Allah al-Islam. Die Religion bei Islam, bei Allah, bei dem allmächtigen Gott, ist Islam. Und der Prophet Muhammad a.s. betont das nochmal in einem Hadith in Sahih Muslim, wo er sagt: Waladhi nafsi biyadi. Er schwört, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. La yasma'u bi. La yasma'u bi. Jeder, der von mir hört, la yasma'u bi. Ahadun min hadhi al-Umma. La Yahudi, wala Nasrani, thumma yamutu. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Das heißt, jeder, der von mir hört, von Mohammed, und dann stirbt und nicht daran geglaubt hat, womit ich gekommen bin, wird zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören. Und das ist eine ganz klare islamische Botschaft. Und leider gibt es viele Muslime, die anfangen zu flüstern, wenn sie über diese Sache reden. Und viele Dinge diesbezüglich nicht richtig verstanden haben, wie man mit anderen Menschen darüber zu reden hat. Denn wenn ich will, wenn mein Herz dafür schlägt, dass andere Menschen diese Religion annehmen, um andere Menschen zu retten vor der Hölle, dann muss ich auch den Mut haben, diese Sache auszusprechen. Und ich sage eine Sache ganz klar, die größte Hikma in der Dawa ist, den Menschen klarzumachen, dass wenn sie den Islam nicht annehmen, in die Hölle gehen. Das wollte ich nur mal von vornherein schon mal festgestellt haben, bevor ich weitergehe. Weil wir haben, Alhamdulillah, wir sind viel rumgekommen durch den deutschsprachigen Raum und auch durch den nicht deutschsprachigen Raum. Wir haben so viele Menschen gesehen, die sich dadurch, dass ihnen klar wurde, was die Botschaft ist, sich erst mit der Botschaft beschäftigt haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vor ungefähr 1,5 Jahren habe ich einen Vortrag gemacht in Bayern. Und nach dem Vortrag kam dann ein Bruder zu mir. Und hat zu mir gesagt, guck mal, da ist eine junge Dame oder ein Mädchen, keine Ahnung, was er jetzt genau gesagt hat. Die ist ganz kurz davor, den Islam anzunehmen. Und ich habe mir gedacht, er meinte, sie braucht nur so ein bisschen Überzeugungsarbeit, dann nimmt sie inshallah den Islam an. Und ich bin dann zu ihr gegangen, also mit dem Bruder, und habe gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Weil ich habe gehört, dass du dich für den Islam interessierst und vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Es geht ja hier um eine wichtige Dauerarbeit. Es geht hier um ein Menschen, nicht um ein Menschenleben. Hier geht es um ewige Verdammnis oder ewiges Paradies. Und dann meinte sie zu mir, ja, ich bin ja überzeugt vom Islam. Das höre ich meistens dann so, ja. Ich bin ja überzeugt, aber ich wollte erst meinen Eltern Bescheid sagen. Es kommt meistens so. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, hast gedacht, du gehst jetzt nach Hause zu deinen Eltern, sagst ja, Mama, Papa, ich würde gerne den Islam annehmen. Und dann sagen die, ach, das finden wir aber toll. Bitte schön, hier hast du ein Hijab, Niqab, Gesichtsschutz, kannst du direkt auch anziehen. Mensch, da freuen wir uns ja so. Sollen wir dir die Reise nach Mekka? Mensch, vielleicht heiratest du danach so auch noch so einen richtigen arabischen Mann mit so einem langen Bart. Das ist ja der Schwiegersohn, den wir uns immer gewünscht haben. Ja, so nach diesem Motto. Also ich meine, genau so habe ich es nicht gesagt, aber so ungefähr. Jedenfalls hat sie dann gelacht. Ja, ihr habt ja auch gerade gelacht. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, okay. Ja, okay, dann meinte sie, ja, aber bevor ich anfange mit dem Islam, möchte ich erstmal wissen, wie man betet. Also ich möchte erstmal beten, das Gebet lernen und dann an den Islam annehmen. Und ich habe zu ihr gesagt, guck mal, der erste Schritt ist, Schäde annehmen. Aber wenn du jetzt rausgehst hier und du stirbst, dann ist vorbei. Aber wenn du jetzt den Islam annimmst und du lernst danach das Gebet, Alhamdulillah, dann bist du auf dem richtigen Weg. Jedenfalls hat sie dann den Islam angenommen. Also hier sind mehrere Lehren in der Geschichte drin. Ich komme da gleich drauf zurück. Ja, erstmal die Frage, dass sie sagt, ich will erstmal das Gebet lernen. Und einige Leute, die sind halt
ihrer Geburt Muslime, ja, und die sagen, ja, ich bin guter Muslim. Mein Herz ist gut. Ich bete zwar nicht, ich mache auch sonst allen möglichen Unsinn, Disco, Freundin, Kiffen, Hip-Hop, Dancing, alles drum und dran und so weiter. Ja? Aber diese Frau sagte, oder diese junge Frau sagt, ich will erstmal das Gebet lernen. Aber natürlich, wenn jemand davor ist, den Islam anzunehmen, dann sagen wir erstmal, nimm den Islam an, lern das Gebet danach. Weil die Shahada ist die erste Pflicht. Aber trotzdem, nach der Shahada muss sofort das Gebet kommen. Das ist, muss für einen Muslim selbstverständlich sein. Bitte erinnere mich gleich noch an. Falls ich es vergesse, über das Gebet zu reden, erinnere mich noch mal an. Ja? Jedenfalls danach wurde mir dann erzählt, wie die den Islam angenommen hat. Das ist der absolute Hammer. Die war in der Disco gewesen. Die war in der Disco gewesen. Am Tanzen. Hat sich Alkohol getrunken. Und dann hat die einen marokkanischen Bruder getroffen. Ne? Hier, da steht er nicht. Aber ich meine, der Bruder von dem, der mich zu dieser Schwester geschickt hat. Ja? Und da kam die irgendwie ins Gespräch. Und dann hat der Bruder ihr gesagt, also irgendwie, weil sie hat ja ein bisschen was getrunken. Und da hat er gesagt, ja, ich trinke keinen Alkohol, weil ich bin Muslim. Alhamdulillah, immerhin. Ja? Also geht in die Disco, aber trinkt ja wenigstens keinen Alkohol. Da sind wir ja schon mal froh. Besser als gar nichts. Jedenfalls, was dann passiert, dann hat er sie irgendwie nach Hause gefahren, ja, und dann hat er unterwegs gesagt, ja, ich glaube, dass wenn jemand den Islam nicht annimmt, dass der für Ewigkeit in die Hölle geht. Der war ja auch gerade so ein gutes Vorbild, aber okay. Aber was hat sie darauf gemacht, daraufhin? Sie hat gesagt, boah, wenn das wahr ist, also das hat sich gefragt, sie hat gesagt, was ist, wenn das wahr ist, was ist, wenn das stimmt? Dann habe ich verloren. Und daraufhin hat sie angefangen, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Er hat zu ihr gesagt, heb in dieser Nacht deine Hände zum Himmel, so, sondern wie der Prophet Jeremia in der Bibel gemacht hat, so, wie die Muslime auch machen. Weil wir sagen ja nicht umsonst, wir sind the final update of Judaism, ne? Sozusagen. Final update, also die Wiedererscheinung, die finale Wiedererscheinung, danach kommt nichts mehr, ja. Jedenfalls hat sie das gemacht, sie sagt, danach konnte sie die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Und musste sich die ganze Zeit mit dem Islam, hatte sie die ganze Zeit den Islam im Kopf. Am nächsten Tag, als sie aufgestanden ist, sie sagt, ich hatte auf einmal in meinem Herzen, weil sie zu Gott gebetet hat, dieses Gefühl, ich will unbedingt diese Religion kennenlernen. Und daraufhin hat sie dann diesen Bruder gesucht. Sie hatte keine Telefonnummer von dem Geist, hat sie nur nach Hause gefahren und da hat sie den überall gesucht. Ja, wo könnte der sein? Bis sie die Telefonnummer rausbekommen hat. Dann hat er sie mit seinen Schwestern bekannt gemacht. Und hat sich mit dem Islam beschäftigt. Als die Mutter das dann rausbekommen hat, hat sie dann den Priester geholt. Also sie hat sich doch nicht so gefreut. Also vorher schon hat sie den Priester geholt. Der Priester sollte diese Sache ausreden. Jedenfalls, sie hat gesagt, dann hat sie sich ein paar Videos im Internet angeguckt über Islam und Christentum, hat sich Notizen aufgeschrieben, Fragen für den Priester. Meinte, der Priester konnte mir keine einzige Frage beantworten. Als ich aus diesem Gespräch rauskam, war ich noch sicherer, dass der Islam die Wahrheit ist. Und da hat sie sich weiter damit beschäftigt, bis sie dann am Ende an diesem Tag, Alhamdulillah, den Islam angenommen hat. Warum habe ich diese Geschichte erzählt? Erstmal Schritt Nummer 1. Für uns Muslime, diese Schwester fragt nach dem Gebet, bevor sie den Islam überhaupt angenommen hat. Wisst ihr was? Ich habe monatelang gebetet, bis ich den Islam angenommen habe. Warum? Weil jemand, der sich mit dem Islam beschäftigt und liest den Koran, der weiß sofort, dass das Gebet ein Muss ist, ein absolutes Muss für einen Muslim. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, ich bin hier heute nicht hingekommen, einfach nur zur Belustigung oder zum Spaß als Pausenclown, sondern ich bin hier wirklich hingekommen, weil in mir brennt ein Feuer und ich möchte euch etwas von dieser Flamme mitgeben, dass unser Herz für diese Religion schlägt. Und ich möchte, dass kein Junge und kein Mädchen, kein Mann und keine Frau hier heute aus dieser Tür rausgeht, ohne sich vorzunehmen, dass sein Herz für diese Religion schlägt.
und ohne sich vorzunehmen, dass jeder Atemzug für diese Botschaft ist. Wer hier nicht betet, der soll heute anfangen zu beten, bevor es zu spät ist. Liebe Brüder und Schwestern, und ich will das unbedingt ansprechen. Der Prophet a.s.w. sagt in einem Hadith, in Sahih Muslim, Beine Rajuli wa beine Shirki wa Kufri Tarkusala. Zwischen dem Mann und dem Shirk und dem Kufr, dem Unglauben, die Sünden, die für alle Ewigkeit in die Hölle bringen. Was steht dort? Die Unterlassung des Gebets. Das steht dazwischen. Und was ist die Hölle? Wissen wir, was das ist? Hast du den Koran gelesen? Wallahi. Wer hat das Buch einmal durchgelesen? Von A bis Z. Glaubt es mir, die wenigsten. Wenn die meisten Muslime das getan hätten, dann würde sich die Lage ändern. Weil dieses Buch ist das, was dein Herz reinigt. Dieses Buch ist das, was dich stärkt, was deinen Iman stärkt. Warum sollen wir täglich in diesem Buch lesen? Glaub es mir, das hat sozusagen, das ist vielleicht der falsche Wort, aber das hat eine ähnlich magische Wirkung auf dich, dieses Buch. Das ist das, was dich glücklich macht. Informiere dich mal, was dort in der Hölle auf einen lauert. Inna ladayna ankala wa jahima wa ta'aman da russati wa azaban alima. Wahrlich, bei uns gibt es Fesseln und Höllenbrand und Speise, die im Hals würgen erfuft und schwere Strafe. Subhanallah. Die Hölle. 70 Mal heißer als das heißeste Feuer hier. Und derjenige, der dort reingeht, der geht nicht für einen Tag dort rein. Vielleicht, wenn er ein Muslim gewesen ist, dann kommt er vielleicht nach einem Tag wieder raus. Aber derjenige, der im Kuffer stirbt, der geht für alle Ewigkeit rein. Und was heißt das? Was heißt das? Was gibt es dort? Der Prophet, hier im Diesseits, wenn es uns heiß ist, dann suchen wir was auf? Vielleicht ein Wind, eine kühle Brise. Oder wir nehmen Wasser zum Kühlen. Oder wir gehen in einen Schatten. All diese Dinge, die derjenige, der in der Hölle ist, aufsucht, die vermehren nur seine Strafe dazu. Was sagt er? Washabu shimali ma ashabu shimali. Die Leute der Linken, was ist mit diesen? Fi samumi wa hamim. Der Wind, die sind in einem Glutwind. Der will in den Wind gehen, ist im Glutwind. Wa hamim. Der will dich mit Wasser kühlen, kochen heißes Wasser. Und das will er in den Schatten. Wa dhillimi yahmum. Und ein Schatten aus schwarzem Rauch. Das ist, was es dort gibt. Und schau dir diesen Unterschied an zwischen dem, der dort landet und dem, der im Paradies ist. Wallahi, wer will das aushalten? Wer will das aushalten? Kein Mensch. Kein Mensch. Alleine der Anblick von der Hölle. Am jüngsten Tag, die wird herangebracht mit 70.000 Zügeln. An jedem Zügel 70.000 Engel. Wer will? Und wenn ein kleines Kind, das gestorben ist, das sieht, die Haare werden weiß werden vor Schreck. Wie wollt ihr sein, wenn ihr den Glauben verleugnet habt, an einem Tag, wo der Junge weiße Haare bekommt? Wie wollen wir sein mit unseren Sünden? Aber Allah sagt, wie die sein werden. Ihm wird die Hölle zu Augen geführt. Und was wollen sie dann? An diesem Tag wird der Mujrim, der Verbrecher, sich vor der Hölle loskaufen wollen. Mit seinen Kindern. Und seiner Frau und seinem Bruder. Alle, die auf der Erde sind. Kannst du dir vorstellen, dein Kind, deine Mutter, dein Vater, an diesem Tag, du bist so mit dir beschäftigt, du würdest die abgeben. Du würdest die abgeben, nur damit du dich retten kannst. So sieht die Sache dort aus. Schau dir den Unterschied an zwischen dem und der im Paradies ist. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Der erwähnt sinngemäß Allah, dass es dort im Jannah was gibt? Flüsse von Wasser und Milch und Honig und Alkohol, ja, der lecker ist. Nicht im Diesseits, wir sind im Jenseits. Das, was dort erlaubt ist, ist hier verboten, ist hier eventuell verboten. Und das, was hier verboten ist, ist dort eventuell erlaubt. Ja? So, auf jeden Fall. Was ist mit dem anderen? Wo ist der? Ist derjenige, Kemen Huacharidun Fina, ist derjenige, der in diesen Flüssen ist,
der dort lebt, wie derjenige, der in der Hölle ewig bleibt und dort Wasser trinkt, sodass sein Magen zum Kochen Heißes trinkt, sodass sein Magen getrennt wird. Das ist das. Deswegen müssen wir uns darüber entscheiden. Es gibt Meinungsverschiedene unter Gelehrten. Ist derjenige aus dem Islam raus oder nicht? Von den vier Madhahib sagt einer, Ahmed ibn Hanbal, wer nicht betet, ist raus aus dem Islam. Für uns geht es jetzt, und mir geht es hier nicht darum zu sagen, du bist weg, du bist weg, du bist weg, du betest nicht, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, die Menschen aufzurufen. Wir sind keine Lassner, Qudat, Bel Duat. Wir sind keine Richter. Wir sind Leute, die Menschen aufrufen wollen. Ich will, dass du heute hier rausgehst, dass du anfängst zu beten. Dass du weißt, wie gefährlich es ist. Die erste Antwort in der Hölle. Was ist die erste Antwort in der Hölle? Was hat euch in die Hölle gebracht? Was ist die erste Antwort? Lam nakum minal musallin. Wir gehören nicht zu den Betenden. Die erste Antwort ist nicht, ich habe nicht an Gott geglaubt oder ich habe dieses und jenes gemacht. Ich habe, was weiß ich, Kokain gezogen oder was. Nein, die erste Antwort ist, Lam nakum minal musallin, wir gehören nicht zu den Betenden. Das ist die erste Antwort im Koran, Suratul Mudaththir. Und Allah sagt im Koran, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie das Gebet für Tauba machen, das heißt, sie haben Sünde gemacht, sie sagen La ilaha illallah, und das Gebet verrichten und Zakat geben, dann فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dann sind sie eure Brüder im Glauben. Deswegen die Argumentation von Ahmed ibn Hanbal. Da, und das ist eine ganz klare Sache, wo man vorsichtig sein muss. Willst du das Risiko eingehen, eventuell zu denen zu gehören? Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Muslim hier ist, der sich sagt, ich möchte dazugehören. Und jetzt kommen natürlich drei Ausreden. Was sind die drei Ausreden? Ausrede Nummer eins. Ja, weißt du, ich bin im Moment noch nicht bereit. Ich mache noch so viele schlechte Taten und ich kann nicht beten, wenn ich so viele schlechte Taten mache. Stimmt? Die Ausrede habt ihr bestimmt schon oft gehört, oder? Ja, ich sehe schon, da sind einige am Nicken, oder? Das ist die typische Ausrede Nummer eins. Ja, guck mal, weiß ich, bin noch nicht bereit. Ich gehe in die Disco, bin Disc-Jockey und so weiter. Ich muss erstmal gut werden. Wir sagen zu dir, Kollege, was ist besser, eine Sünde oder zwei? Was ist besser, eine Sünde oder zwei Sünden? Was ist besser? Eine. Okay, wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin hast, ja, für die Nicht-Muslime, die Nicht-Muslime, die meisten wissen, dass das Mädchen keinen Freund haben darf. Vielleicht ist es jetzt etwas überraschend, nach dem Verhalten der Muslime, dass der muslimische Junge auch keine Freundin haben darf. Vielleicht ist es etwas überraschend, weil man kennt das ja, ne? Die Tochter nicht, ne? Aber der Sohn, ja, ist ja noch jung, ne? Der ist ja noch jung, der ist was anderes, ne? Der kommt dann jeden Tag nach Hause und der brüllt ja, ach, hast du eine neue Freundin? Du bist ja noch jung. Da können wir ja mal ein Auge zudrücken, ja? Oder? Nee, aber im Islam wird da kein Auge zudrücken. Das ist genauso für den Jungen wie für das Mädchen. Gleichberechtigung. Cool, ne? Okay. Auf jeden Fall. So, dann sagt er, ja, ich hab eine Freundin, dass sie gar nicht schon anfangen zu beten. So. Was ist schlimmer, Freundin haben und nicht beten? Oder, also was ist besser? Eine Freundin haben und nicht beten? Oder er hat eine Freundin, aber er betet? Bei dem einen hat er nur eine Sünde, die Freundin, bei dem anderen hat er zwei. So, was ist die schlimmere Sünde, Freundin zu haben oder nicht zu beten? Nicht zu beten. Keiner hat gesagt, wenn ich bete, wer eine Freundin hat, ist Kafir, solange er das als Haram ansieht. Aber im Gebet gibt es Gelehrte, die das so sehen. Also da ist das gefährlicher. Wenn jetzt beispielsweise eine Frau sagen würde, ja, aber guck mal, wie wir damit umgehen. Du hörst jemand beten, nicht alles kein Problem, ist alles easy. Betest du? Als ich angefangen habe mit Islam, da fragt mich jemand, was machst du Ramadan? Machst du Ramadan? Ich habe zu ihm gesagt, hör mal zu, wenn ich nicht fasten würde im Ramadan, das kann doch gar nicht sein. Was sagt er? Machst du Ramadan? Da würde ich sowieso sagen, wir machen nicht Ramadan, wir fasten im Ramadan. Weil du fragst ja auch nicht, machst du Oktober, November, Dezember, weil Ramadan ist ein Monat. Ja. Weil Ramadan ist ein Monat, sondern wir fasten im Monat Ramadan.
Jetzt. Jemand fragt, betest du? Das ist so ganz normal. Nee, ich bete noch nicht. Was ist alles kein Problem? Ich fange irgendwann so, wenn ich so 40 Jahre alt bin oder so, fange ich an. Ich habe ja noch Zeit. Ja, du hast Zeit? Wer gibt dir die Garantie, dass du nicht hier heute rausgehst und dann nachher platt bist? Wie eine Flunder. Wer gibt dir die Garantie, dass nicht heute irgendeine Gasexplosion bei dir stattfindet? Wer gibt dir die Garantie, wenn du sagst, ja, ich habe ja noch Zeit. Wer gibt dir Garantie, dass nicht heute bei dir irgendwie das Haus in die Luft fliegt? Oder irgendwas anderes? Manche Leute sind einfach so gestorben. Auf einmal nicht mehr aufgewacht. Keiner weiß warum, wieso, weshalb. Wer gibt dir die Garantie? Keiner. Ja, was ist, wenn du nicht betest, wenn heute der Tod kommt? Das heißt, dann hast du verloren. So, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Oder jetzt eigentlich Punkt Nummer 3. Was ist, jetzt mal angenommen, du willst dich bessern. Wie kannst du dich bessern? Du kannst dich nur durch das Gebet bessern. Weil das Gebet ist die Reinigung für deine Seele. Der Prophet a.s. sagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Deswegen auch für die, die beten. Wenn du betest und bei dir verändert sich nichts in einer Zeit, zum Besseren ist ein schlechtes Zeichen. Deswegen musst du beten, damit du dich verbesserst. Wie willst du damit rechnen, dass du jetzt betest und dann dass es sich verbessert? Wie soll es sich verbessern ohne Gebet? Ausrede Nummer 2. Was ist die Ausrede Nummer 2? Ausrede Nummer 2 ist, ja, besser man betet gar nicht, als man betet und hört wieder auf zu beten. Was sagen wir zu dem, der das bringt? Wir sagen zu dem, wo hast du den denn her? Wo steht das? Koran? Steht im Koran? Besser du betest gar nicht, als dass du wieder aufhörst. Wo steht das? Was ist besser als gar nicht zu beten? Gar nicht zu beten heißt prinzipiell Hölle. Was ist besser als gar nicht zu beten? Was soll besser sein? Es ist eine Katastrophe. Und übrigens nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, wenn einer nicht betet, das wird ganz locker genommen. Um die Sünde mal zu verdeutlichen. Was wäre, wenn eine Frau sagen würde, ach ja, weißt du, ich arbeite momentan als Prostituierte im Bordell, bei mir kommen jeden Tag 10, 20 Männer vorbei, aber wenn ich 40 bin, dann werde ich schaller gut. Würde es einer akzeptieren? Nee. Okay, was ist schlimmer? Nicht beten oder im Bordell arbeiten? Soll man sich die Frage mal stellen? Nicht zu beten, sagen einige Leute, das Kuff bringt dich aus dem Islam raus. Das muss man sich mal vorstellen. Bei Sina wurde das nicht gesagt, solange du das nicht Halal nennst. Da muss man sich mal beachten, um das mal zu verdeutlichen, wie schlimm das ist. Was ist schlimmer, zu kiffen oder nicht zu beten? Oder andere schlechte Sachen zu machen? Das heißt, die Sache muss man sich vor Augen führen. Es gibt manchmal Frauen mit Kopftuch, die beten nicht. Habe ich schon erlebt, damals, wie ich noch nicht musste, war bei der Talkshow. Ja, Bärbel Schäfer oder so, da kam dann die Frau mit Kopftuch. Ja, ich habe zwar Kopftuch, aber ich bete nicht. Passt doch nicht. Ich meine, ich sage jetzt nicht, ich soll das Kopftuch ausziehen, ich soll anfangen zu beten. Die zweite Ausrede, was haben wir gesagt? Zweite Ausrede ist immer, ja, besser ich bete gar nicht, als ich bete und höre wieder auf zu beten. Du sollst nicht anfangen zu beten und wieder aufzuhören, du sollst anfangen zu beten und nie mehr damit aufzuhören. Das ist der Punkt. Und nichts anderes. Und außerdem, was ist besser? Du stehst am jüngsten Tag vor Allah, hast 100 Gebete gemacht oder hast kein einziges Gebet gemacht? 100 Gebete gemacht sind besser. Vielleicht fängst du heute an zu beten und kommst gar nicht mehr dazu, mit dem Gebet aufzuhören. Vielleicht stirbst du ja morgen schon. Alhamdulillah, dann hast du wenigstens Tauba gemacht und stehst inshallah vor Gott als Betender. Dritte Ausrede ist die Arbeit. Ja, ich arbeite, ich kann nicht beten. Was sagen wir zu dem, der das sagt? Zu dem sagen wir, mashallah, du bist die erste Person, die ich im Leben gesehen habe, die 24 Stunden am Tag arbeitet. Da ist doch was wert, oder? Das muss man erstmal nachmachen. Ich kann nicht beten, ich arbeite. Ja, 24 Stunden am Tag, oder wie? Deswegen kann ich kein einziges Gebet machen. Hallo, wir haben 5 Gebete am Tag. 5 Gebete haben wir am Tag. Und diese 5 Gebete, ich kann mir kaum vorstellen, dass einen die 5 Gebete in der Arbeit treffen. Das ist ja unmöglich. Das heißt, auf der Arbeit treffen dich höchstens ein paar Gebete. Du musst die aber in der Zeit beten. Wenn du sie nicht in der Zeit betest, musst du sie nachholen. Heißt aber nicht, dass du das Gebet einfach so in die andere Zeit lehnen darfst. Nicht, dass jemand falsch versteht. Er sagt jemand, ja, Pierre Vogel hat gesagt, ich kann ruhig abends alle Gebete zusammen beten. Nee, sage ich nicht. Ist haram.
Aber wenn du nicht betest, ist besser, du betest sie abends alle zusammen, weil dann hast du die Schuld, die du bei Allah hast, weil es sind Schulden, nachgeholt, als dass du gar nicht betest. Ja, wollte ich nur mal so nebenbei gesagt haben. Aber ich sage euch ganz klar, betet in der Arbeit. Und glaubt mir, wenn jemand zum Arbeitgeber geht, macht Dua. Wir haben so viele Leute gesehen, du machst Dua. Du machst Dua zu Allah, du bittest Allah, oh Allah, mache, dass ich auf der Arbeit beten kann. Du gehst am nächsten Tag zum Arbeitgeber und sagst ihm, Herr Müller-Meyer-Schmitz. Oh, das ist gar nicht ein typischer österreichischer Name. Was ist so typisch österreichischer Name? Was? Huber? Herr Huber, Herr Huber. Wie noch, was? Herr Huber und Herr Meyer, ich möchte gerne auf der Arbeit beten. Wissen Sie, das dauert nur 10 Minuten. Ist es eventuell möglich? Wird er sagen, kein Problem. Ich arbeite die Zeit auch nach, ist kein Problem. Glaub es mir. Wenn du Allah, Dua zu Allah machst, wird es funktionieren, inshallah. Das dazu. Gibt es noch eine Ausrede? Hat noch eine andere Ausrede parat? Das sind eigentlich immer die drei klassischen Ausreden, sind das. Ja, das ist keine Ausrede, das ist Beklopptheit, ist das, wenn ich in Pension bin. Das ist das, was wir eben gehört, gesagt haben in der ersten. Wenn ich mal alt bin, dann fange ich an. Hauptsache mein Herz ist rein. Hauptsache mein Herz ist gut. Das Herz, das spielt die Rolle. Ja klar, das stimmt. Das Herz spielt die Rolle. Ein gutes Herz führt zu guten Taten, ganz klar. Und ein schlechtes Herz führt zu schlechten Taten. Das ist es. Genau wie bei einem Läufer, der ein gutes Herz hat, der kann den Marathon laufen. Der ein schlechtes Herz hat, der bricht nach 200 Metern tot zusammen. Genau ist das hier auch. Gutes Herz führt zu guten Taten. Schlechtes Herz führt zu schlechten Taten. Und umso mehr schlechte Taten du machst, umso schlechter wird das Herz. Wo ist der Beweis dafür? Rana lo kulubi mekenu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich die schlechten Taten wie Schmutz auf ihre Herzen gelegt. Das ist ein ganz klarer Fall. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, ich bin ein guter Mensch. Weil das ist das Problem, was manche falsch verstehen. Manche denken, wenn sie einem Menschen nichts Böses tun, sind sie gute Menschen. Wir haben drei Arten von Verpflichtungen. Erstens, Allah gegenüber. Zweitens, anderen Menschen gegenüber. Drittens, deiner eigenen Seele gegenüber. Wenn du zwar zu anderen Menschen gut bist, auch ich bin nett zu meiner Frau, ich gehe auch für die einkaufen, ich bin ein guter Mensch, aber du betest nicht, fast nicht, du hast die Taten für Allah gelassen. Du bist ein guter Mensch zu anderen Menschen, betest, fastest, begehst aber Selbstmord. Das heißt, alle drei Dinge müssen stimmen. Es geht nicht eine Kategorie, die anderen lasse ich. Das ist ein ganz klarer Fall. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Kopftuch. Ich weiß ganz genau, Alhamdulillah, hier haben eigentlich heute fast alle muslimischen Frauen Kopftuch an, ne? So wie ich das bisher gesehen habe. Ihr seid ja in Österreich, mashallah. Ihr seid ja, ist ja Wahnsinn. Aber auf jeden Fall. Was einfach ganz wichtig zu erwähnen ist, Schwestern im Islam. Guck mal, ich weiß ganz genau, viele Schwestern, die wollen eigentlich gerne das Kopftuch tragen. Die wollen das eigentlich gerne tragen, aber die werden gezwungen, es nicht zu tragen. Von der Gesellschaft. Gruppenzwang. Von der Familie teilweise. Dass gesagt wird, ja, guck mal, wenn du jetzt das Kopftuch trägst, was soll der Nachbar denken? Hier ist die Lösung ist ganz einfach. Du musst dir dein Ziel vor Augen führen. Am jüngsten Tag, natürlich ist das Kopftuch nicht so eine Sünde, wie jetzt, wenn man das nicht trägt, wie das Gebet. Das kann man nicht vergleichen. Aber sage dir eins. Alle Leute, die dir irgendeinen vom Pferd erzählen. Ja, und die Arbeit und dies und das. Glaub es mir. Alles, was du für Allah tust, das wird dich glücklich machen im Diesseits und im Jenseits. Und du kannst niemals irgendeinen Vorteil für dich bekommen, wenn du dabei eine Sünde gegen Allah subhanahu wa ta'ala machst. Das ist ein ganz klarer Fall. Und sag dir einfach, falls du nicht dazu gehörst, sag dir einfach, ich gehe heute hier raus und es ist mir egal, was die anderen sagen, sondern ich lebe nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Sag dir das und fange damit an. Denn glaub mir, da wirst du dich besser fühlen. Glaub es mir. Frage dich, was hält dich auf? Was hält dich auf, es zu tragen? Glaub es mir. Ich weiß, es wird viel Druck auf dich gemacht. Aber habe den Mut und sei dir einer Sache gewiss. Du hast inshallah 1 Milliarde Muslime hinter dir, die dich unterstützen. Und selbst wenn das nicht so ist, dann hast du mich wenigstens, der dich unterstützt. Alhamdulillah. Ja, und ich sage meines ganz ehrlich, und falls es irgendwelche Probleme gibt, dann ruf bei uns in Deutschland an. Ohne Quatsch. Ist egal.
Aber es gibt so viele Leute, die hinter dir stehen und glaub mir, das ist der Weg zum Glück. Deswegen gehe ich heute nicht raus, ohne dir diese Sache vorzunehmen. So Leute, in 12 Minuten ist Pause. Ich will euch jetzt eine Sache erzählen, die ganz wichtig ist. Und nachher mache ich noch weiter. Weil ich wollte erstmal diese Tipps auf jeden Fall loswerden, damit sich etwas verändert. Und jetzt will ich über eine ganz wichtige Sache reden. Wir haben ganz am Anfang was gesagt? Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass der Islam der Weg zum Paradies ist und alle anderen Wege in die Hölle führen. Aber der Prophet, der sagt auch, dass wir die beste Umma sind, weil wir Dawa machen. Kuntum khayra, das sagt Allah im Koran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Warum? Ta'muruna bil maruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr gebiet das Gute, verbiet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Was ist das Gute gebieten? Das Schlechte verbieten? Das ist das Gute gebieten. Was ist das Beste, was man gebieten kann? Tawhid. Dass man Allah alleine anbietet, an Allah glaubt. Die Religion. Und was ist das? Der größte Munker, den es gibt, das ist Schirk. Dass man andere neben Allah betet. Deswegen, dass das Beste ist, zum Weg Allahs einzuladen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَرُوفِ وَلَتَنَّعُونَ عَنِ الْمُنْكَ أَوْ لِيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird auf jeden Fall eine Strafe herabsenden und dann werdet ihr ihn bitten und die Bitte wird nicht erhört werden. Und das ist das, was wir momentan sehen. Bruder, glaub mir, wenn du in irgendeine Moschee gehst, ja, und du fängst an rumzubrüllen. Ja, weißt du, die Juden sind es schuld. Nee, die Christen sind es schuld. Amerika ist es schuld. Tony Blair, George Bush. Dann sind alle froh. Dann sagen alle, boah, das war heute ein super Vortrag gewesen. Ja, das ist ein guter. Der sagt die Wahrheit. Ja, der sagt die Wahrheit. Wisst ihr, was das ist? Das ist Schwachsinn. Weil es ist nicht denen ihre Schuld. Das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld, wenn wir nicht an der Religion festhalten. Wir sind uns am Beschweren, schau dir mal die Lage der Muslime dort an und dort an. Du kannst was verbessern, nicht indem du blöd rumlaberst und andere von der guten Arbeit abhältst, sondern indem du dich selber verbesserst und dein Umfeld verbesserst. Weil wer den Dreck vor seiner eigenen Haustür nicht kehren kann, der kann den schon gar nicht 10.000 Kilometer von hier entfernt kehren. Wenn jemand nicht in der Lage ist, ja, seine ganze Umgebung zum Islam einzuladen, wie will er dazu in der Lage sein, irgendetwas in irgendeinem islamischen Land am Ende der Welt zu bewegen? Deswegen halte die Leute nicht auf, die die Dauer machen, in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, sondern mach mit. Subhanallah, manche Leute sagen, wir wollen einen Kindergarten bauen für muslimische Kinder. Ist doch gut, oder? Alhamdulillah. Da kommt jemand und sagt, ja, was ist mit den Brüdern im Land so und so? Ja, ist das jetzt ein Verbot? Ist das jetzt ein Verbot, etwas Gutes hier zu tun? Subhanallah, wer im Kuffer stirbt, ist in der Hölle. Was gibt es Besseres als das? Yahya ibn Ma'in, einer der größten Muhaddithun, was sagt er? Al-Dhibbu an-Sunna khayru min al-jihad fi sabilillah. Die Sunna verteilt, das ist nicht mein Wort. Ich zitiere nur. Ist besser als auf dem Weg Allahs zu kämpfen. Hassan al-Basri, der Schüler von Ibn Mas'ud, wisst ihr, was der sagt? Der sagt, man ja'a al-maut wa huwa yatlub al-ilm yuhibi al-islam falam yakun baynahu wa bayna al-anbiya'i fi al-janna illa daraja. Wer Wissen sucht, um damit den Islam wieder zu beleben, und dann kommt zu ihm der Tod, zwischen ihm und den Propheten wird im Paradies nur eine Stufe sein. Ibn Qayyim sagt, al-da'watul jihadul yad jihadul lisani wal qalb. Die Dawa ist der Dschihad mit der Zunge und mit dem Herzen. Und er kann manchmal besser sein als mit der Hand. Das ist, was große Gelehrte gesagt haben. Deswegen kehre vor deiner eigenen Tür, aber störe keinen, der die Dawa am Arbeit macht. Hast du jeden in deinem Land aufgerufen, das Gebet zu machen? Hast du jedes Haus in Österreich gewarnt? Subhanallah, der Prophet a.s. sagt, La yatruku Allahu bayta madarin wa la wabarin illa adkhalu hadha ad-din. Allah wird kein Haus lassen aus Zelt oder aus Stein, außer dass er diese Religion reinbringt. Was hast du dafür getan, dass diese Religion das Haus kommt? Deswegen für alle hier in Österreich, dieser Islam wird kommen. Ob man will oder nicht. Die reden hier von Islamisierung, stille Islamisierung. Was für eine stille Islamisierung?
rasant. Und das wird sowieso passieren. Da kannst du schon mal die Uhr nachstellen. Die Frage ist nur, zu welcher Seite gehörst du? Ist das schlimm oder was? Nimm Islam an zu deiner eigenen Rettung. Hast du 1,4 Milliarden Brüder und Schwestern? Das ist der Weg. Deswegen, was ich euch sage, wie könnt ihr die Menschen aufrufen? Wir freuen uns hier. Mashallah, ich habe gerade noch gesagt, so viele Frauen mit Kopftuch hier, mit Niqab, Mashallah, die an der Religion festhalten. Aber geh doch mal draußen auf die Straße. Wie viele sind da gerade, was weiß ich, mit ganz anderen Dingen beschäftigt? Wie viele sind da gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt? Wie viele arbeiten vielleicht sogar im Bordell? So weit ist es gekommen, weil wir diese Au-Au-Arbeit verlassen haben. Wir freuen uns, so viele Jugendliche hier, die zeigen, die den Islam lieben, die sagen, wir wollen was über die Religion lieben. Aber wie viele sind vielleicht Drogendealer? Wie viele sind vielleicht weit weg vom Weg? Wie viele sind vielleicht vom Islam abgefallen? Das ist das Problem. Und hier ist die Frage, wie können wir etwas daran tun? Und wisst ihr, was das Problem ist mit der Dauer? Wir warten, bis die Leute sich verirren. Das heißt, die Moschee steht und dann wird gewartet, bis jemand sich in die Moschee verirrt. Und es macht keiner so hier auf der Straße, ich bin in der Moschee gelandet. Ach super, ich bin in der Moschee gelandet. Alles nette Leute, jetzt will ich den Islam annehmen. Das gibt es nicht. Du musst auf die Leute zugehen. Du musst auf die Leute zugehen, aber wie gehst du auf die Leute zu? Oder hast du gedacht, jemand, der besäuft sich und dann stolpert er und fällt in die Moschee rein oder wie? Und dann sagt er, ach, hier finde ich es schön warm, hier bleibe ich drin oder was? Du musst rausgehen, die Leute holen, aber wie machst du das? Und das ist das die Frage. Und deswegen, ich bin nicht hier hingekommen, das habe ich eben gesagt, einfach nur zur Unterhaltung. Sondern ich bin hier hingekommen, um hier diese Stadt in Bewegung zu setzen. Dass jeder Einzelne, der heute hier ist, wie eine Lawine wird, als ein kleiner Schneeball und sich sagt, ich will für diese Religion arbeiten. Aber wie? Alhamdulillah, wir haben heute so viele Mittel. Wir haben heute so viele Mittel, wie jeder Einzelne was tun kann. Mach dir eine Liste, deine Schulkameraden, deine Arbeitskollegen, deine Familie, alles. Und schau dir an, wo kannst du was tun. Alle Namen, schreib sie dir auf. Und dann glaub es mir, was wir heute haben ist, selbst wenn du nicht so viel Wissen hast, du kannst den Brüdern und Schwestern oder den Nicht-Muslimen CDs geben, Bücher geben, Flyer geben. Wir haben diese Sachen. Wir wollen jetzt, dass hier ein Dawa-Stand entsteht. Hier, Islam-Infostand Deutschland. Guck mal. Solche Stände haben wir in Deutschland jetzt. Und sowas muss es in Wien geben. Wie viel Einwohner hat Wien? Hä? 2 Millionen. Wie viel Muslime ungefähr? 400.000? 400.000? 100.000, ich denke gerade, mashallah. Ja, wollen wir hoffen, dass nächstes Jahr 400.000 sind. Oh Allah, macht das nächstes Jahr 400.000. Ich hoffe, heute fangen wir schon an, inshallah. Am Samstag ist schon jemand in Linz zum Islam übergetreten. Hier, guck mal, solche Stände und dann werden dort Flyer verteilt. Ja, Broschüren verteilt. Und das müsst ihr euch vornehmen, dass ihr euch gleich zusammentut, Schwestern, Brüder, und euch vornimmt, was können wir tun? Du brauchst nicht viel Wissen, bist nicht dauernd mit den Leuten zu diskutieren, sondern dass man etwas macht. Dann haben wir auch Brüder, die jetzt demnächst in Masjid Tawhid Unterricht anbieten wollen auf Deutsch, damit man sich weiterbildet, dass man auf Deutsch kommen kann. Mir hat das eben jemand gesagt, dass er die Unterricht machen wollen. Der Bruder hat auch, Alhamdulillah, studiert. Und Alhamdulillah, deswegen nehmt daran teil, Brüder. Ihr müsst dieses Wissen lernen. Guck mal, der Islam wird von überall angegriffen. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach zugucken und sagen, ach ja, es wird schon werden. Nein, du musst was lernen von der Religion. Guck, was meinst du, was du für einen Ajr inshallah am jüngsten Tag kriegst? Und deswegen, wie gesagt, wer das vorhat, der kann uns kontaktieren.